Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Limitierte Sonderprägungen zum Zwickauer Stadtjubiläum. Autohaus BHS stellt neuen C3 R-Kurs vor und Plauener Schornstein mit Zeitzünder gesprengt. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Mittwochsausgabe von Tag aktuell. Zum 900-jährigen Zwickauer Stadtjubiläum sind nun auch spezielle Gedenkmedaillen erhältlich. Sie wurden am Dienstag offiziell im Rathaus vorgestellt. Die Sonderprägungen in echtem Gold und Silber sind streng limitiert. Seit heute sind die Sonderprägungen erhältlich. Wer eines der Exemplare haben will, sollte sich aber sputen, denn an der Limitierung wird nicht gerüttelt, sagte Michael Knipschild von der Prägestätte Euromint. Genau, wir haben eine Limitierung gewählt von 900 Silbermedaillen, 90 Goldmedaillen. Eine höhere Auflage wird es nicht geben. Und anhand der beiliegenden Zertifikate der Firma Euromint, die auch durchgestempelt sind, dann von 1 bis 900 bzw. von 1 bis 90, kann dann auch jeder, der eine Medaille erwirbt, nachhalten, welches Exemplar er bekommen hat. Auf der Vorderseite sind drei typische Zwickauer Motive eingeprägt. Ein frühes Horchmodell, das Robert-Schumann-Denkmal sowie der Dom St. Marien. Auf der Rückseite ist das Wappen der Stadt Zwickau zu sehen und damit sind die Medaillen auch in vielen hundert Jahren als offizielle Zwickauer Sonderprägungen identifizierbar. Denn ein Wappen wird nicht so einfach geändert. Und wie sieht es mit den inneren Werten der Medaillen aus? Technische Daten der Medaillen sind 35 mm Durchmesser, 15 Gramm Gewicht bei Silber, 15,5 Gramm Gewicht bei Gold. Das ist der spezifischen Dichte oder unterschiedlichen spezifischen Dichte der Materialien geschuldet und ausgeführt in polierter Platte. Das heißt höchste Prägequalität, die man bei der Herstellung von Medaillen, Sonderprägungen oder auch Münzen herstellen kann. Was man im Alltag an Münzgeld in der Tasche hat, lässt sich von der Qualität her überhaupt nicht mit der polierten Platte dieser Gedenkmedaille vergleichen. Die Exemplare zur 900-Jahr-Feier sind mindestens zwei Qualitätsstufen darüber und absolut hochwertig. Eines der Stücke in Silber wird die Stadt Zwickau bekommen. Ein weiteres erhält die Sparkasse Zwickau, die die Gedenkmedaillen mit herausgegeben hat. Warum man übrigens von einer Sonderprägung oder Gedenkmedaille spricht, nicht aber von einer Gedenkmünze, weiß Sparkassenchef Felix Angermann. Eine Münze ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Das Münzregal, also das Recht, Münzen zu emittieren, liegt immer bei der Zentralbank des jeweiligen Landes, also bei uns, bei der Deutschen Bundesbank. Und deswegen darf man in dem Zusammenhang nicht von Münzen sprechen, sondern eben hier von einer Sonderprägung oder einer Medaille. Die Medaille aus 999er Silber kostet 49,90 Euro und ist auf 900 Exemplare limitiert. Das goldene Pendant besteht aus reinem Feingold 999,9, kostet 1.299 Euro und ist auf 90 Stück limitiert. Erhältlich sind sie ab sofort bei der Sparkasse Zwickau in den Geschäftsstellen am Hauptmarkt und an der Krimmitschauer Straße sowie in der Touristinformation in der Hauptstraße. Auf dem Zwickauer Hauptmarkt hat heute die automobile Zukunftsstation gemacht. Die Fahrzeuge vor dem Rathaus waren dabei nur der nach außen hin sichtbare Teil einer Veranstaltung, die bis in den Abend hineinläuft. Zum Symposium Automotive and Mobility sind hochkarätige Referenten nach Zwickau gereist, um ihre Visionen für die Fortbewegung der Zukunft darzulegen und zu diskutieren. Das Symposium in Zwickau soll eine Antwort auf den radikalen Wandel im Automobilbau sein. Es soll vor allem auch junge Fachkräfte vernetzen und mit den alten Hasen der Branche zusammenbringen. Einen ausführlichen Bericht über die Veranstaltung sehen Sie morgen im Abendmagazin Tagaktuell bei TV Westsachsen. Am Samstag könnte man sich wieder einmal dreiteilen. Der 11.11. ist nicht nur St. Martinstag und Karnevalsauftakt. An diesem Tag hat auch ein neues Auto Deutschland Premiere. Der Citroën C3 Aircross wird dann auch im Zwickauer Autohaus BHS in Oberplanitz zu sehen sein. Für die ganz Ungeduldigen haben wir schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack.
Schon im verhüllten Zustand lässt sich erahnen, was Auto Deutschland ab dem 11. November erwartet. Es ist ein Kompakt-SUV. Einen kurzen Blick konnte die Kamera aber trotzdem erhaschen. Eine Formensprache, die für sich steht. Doch dann wurde er auch schon wieder verhüllt. Aber eines steht fest, der C3 Aircross dürfte jeden begeistern. Der Citroën C3 Aircross soll eine sehr, sehr breite Kundschaft ansprechen, von jung bis alt, für Individualisten, für Kunden, die Fahrzeuge haben möchten, die etwas anders sind, als das bisher die Fahrzeuge gewesen sind. Und dafür steht Citroën. Citroën baut Fahrzeuge, die immer ein klein wenig anders, spezieller, besonders sind. So wird das Fahrzeug zum Beispiel über 80 Personalisierungsmöglichkeiten haben. Jeder Kunde kann sich sein Fahrzeug individuell zusammenstellen, was das Design betrifft. Zum anderen legt Citroën sehr viel Wert auf Komfort. Komfort soll in dieser Kompakt-SUV-Klasse der Maßstab sein. Man will sich auch hier von anderen Fahrzeugen etwas abheben. Und viele Pressestimmen sagen schon, außen SUV, innen Van. Das heißt, Van, innen sehr viel Platz, sehr viel Variabilität. Und das, denke ich mal, spricht eine sehr breite Kundschaft an. Das Cockpit präsentiert sich modern und bietet alle Annehmlichkeiten, die der anspruchsvolle Fahrer erwartet. Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick zu sehen. Das Platzangebot ist üppig und kann an die verschiedensten Bedürfnisse angepasst werden. Mit wenigen Handgriffen lässt sich auch die hintere Sitzbank verschieben, sodass der Kofferraum bis zu 520 Liter fassen kann. Damit dem Fahrspaß nichts im Wege steht, hat der Käufer die Wahl zwischen verschiedenen Motorisierungen. Motorisierungen gibt es eine Reihe. Besonders hervorheben möchte ich die sehr sparsamen Benzinermotoren, die bereits zum dritten Mal in Folge von einer Fachjury als Engine of the Year gekrönt worden sind. Am besten bei einer Probefahrt lernt man das Ganze mal kennen. Wir laden alle ein, am 11.11. einmal vorbeizuschauen oder in der Woche danach, wo wir auch noch einige Feierlichkeiten haben. Den 11.11. sollte man sich im Autohaus BHS also nicht entgehen lassen. Die Deutschlandpremiere des C3 Aircross wird von 9 bis 14 Uhr gefeiert. Werbung. Herzlich willkommen in der Alten Münze, im ältesten und zugleich neuesten Haus am Zwickauer Hauptmarkt. Ob Weihnachtsfeier, Geburtstag, Taufe oder Jugendweihe Ihrer Kinder, bei uns sind Sie genau richtig. Auch Ihre Hochzeit machen wir zu einem unvergesslichen Tag. Und für die Übernachtung steht das angeschlossene Hotel bereit. Nacht der Nächte. Die Silvesterparty in Westsachsen. Disco Dice. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen
liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Wärst du gern ein Fallschirmspringer? Ein Held der Kinder? Blumenüberbringer? Lieber ein Grafiker? Teenager? Ein Gewinner? Klippenspringer? Tierbändiger? Taktbestimmer? Wellenbezwinger? Oder einfach unabhängiger? Du kannst mit dem neuen Citroën C3 Aircross Kompakt SUV. Endlose Möglichkeiten. Premiere am 11. November bei deinem Citroën-Händler. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Ich gehe gerne in den Sportpark, weil ich fit bleiben will und beweglich bis ins hohe Alter. Nicht nur bis ins Alter, sondern bis ins hohe Alter. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Auf der Suche nach dem passenden Rechtsbeistand? Ob in Straf-, Familien-, Verkehrs-, Zivil-, Arbeitsrechts- oder Erbschaftsangelegenheiten. In der Kanzlei Schlichter finden auch Sie Ihren kompetenten Ansprechpartner. Im Bank- und Kapitalmarktrecht und im Wirtschaftsrecht, international und national, vertritt die Kanzlei mit Rechtsanwalt Albert Schlichter an der Spitze konsequent die Interessen mittelständiger Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker und Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Mit Rechtsanwältin Knoll verfügt die Kanzlei über einen von zwei in Zwickau ansässigen Vertragspartnern des ADAC. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter. Zweimal im Herzen von Zwickau. Münzstraße 12, direkt am Kornmarkt und in der Magazinstraße 3a. Es war die berühmte Sprengung nach Maß. Der Schornstein der alten Abdeckerei auf dem Plauener Ölweg ist seit heute Industriegeschichte. Kurz vor 11 Uhr löste Sprengmeister Uwe Bernhard die 30 Zeitzünder aus. Nach einem ohrenbetäubenden Knall begann sich der 30 Meter hohe Schlot langsam zu neigen und auf das benachbarte Feld zu fallen. Rund 50 Schaulustige verfolgten das nicht alltägliche Spektakel in sicherer Entfernung. Die angrenzende Straße war von der Polizei und Mitarbeitern der Stadtverwaltung abgesperrt worden. 5 Minuten nach der Sprengung konnte das Gebiet wieder freigegeben und die Sperrung aufgehoben werden. Die Beräumung der Fläche erfolgt durch ein Plauener Abbruchunternehmen. Aus noch unbekannter Ursache brach am Dienstagnachmittag im Keller eines Einfamilienhauses am Alten Weg in Auerbach ein Feuer aus. Dabei wurde die Sauna erheblich beschädigt. Den Schaden kann die Polizei noch nicht beziffern. Die Eigentümer wurden nicht verletzt. Etwa 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort. Von Oktober 2016 bis September 2017 haben sich im Vogtland insgesamt 1.377 Mädchen und Jungen von der Agentur für Arbeit Plauen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz beraten lassen. Insgesamt wurden in der Region 1.619 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Aktuell suchen noch 39 Jugendliche eine Ausbildung, demgegenüber stehen 105 freie Ausbildungsstellen. Eine Herausforderung auf dem Ausbildungsmarkt besteht nach wie vor. Angebot und Nachfrage finden schwerer zusammen. Die meisten Ausbildungsstellen wurden für Kaufleute im Einzelhandel gemeldet.
Danach folgen Verkäufer, Maschinen- und Anlagenführer, Industriekaufleute, Köche sowie Kaufleute für Büromanagement. Ausbildungschancen bestehen noch in vielen Bereichen. So gibt es zum Beispiel noch Lehrstellen als Kaufmann im Einzelhandel, Anlagenmechaniker und Elektroniker. Es werden aber auch noch Köche, Zerspanungsmechaniker, Kraftfahrzeugmechatroniker und Fachkräfte für Lagerlogistik gesucht. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Karnevalsauftakt und Martinsumzug sind deutschlandweit angesagt, wenn es wieder 11.11. wird. In Zwickau kommt noch eine Besonderheit hinzu. Sternstunden tauchen die Hauptstraße an diesem Tag in ein ganz besonderes Licht. Mit der Veranstaltung wollen die ansässigen Händler gemeinsam mit dem Kontraste e.V. nicht nur auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen, sondern gleichzeitig einen wohltätigen Zweck erfüllen. Welche Einrichtung in diesem Jahr bedacht wird, verriet Initiatorin Petra Küster zur Pressekonferenz. Zunächst musste die Vorsitzende des Kontraste e.V. aber erst einmal verraten, was es mit ihrem diesjährigen Kostüm auf sich hat. Ich bin eigentlich der Typ, der immer das Gleiche macht und so wie das bunte Programm auch zu den Sternstunden sich gestaltet und jedes Jahr mehr wird, habe ich gedacht, dieses Jahr, was gehört vor Weihnachten dazu oder wer tut Gutes, und das ist eigentlich immer so eine gute Fee, die kommt. Und ich dachte, okay, Sternstundenfee, wenn es kalt ist, passt blau gut dazu. Und ich denke, das wertet das Ganze noch auf und ist einfach mal was anderes. Neben Medienvertretern und Händlern der Interessengemeinschaft Hauptstraße war am Montag auch die Leiterin des Pölbitzer Regenbogenhauses zur Pressekonferenz vor dem Zwickauer Antiquariat eingeladen. Seit 2008 kümmert sich Kerstin Täuber in der ehemaligen Bauarbeiterunterkunft um Menschen am Rande der Gesellschaft. Das Regenbogenhaus in Zwickau ist also ein Objekt, wo 28 Bewohner, die also in unserer Gesellschaft keine Wohnung mehr bekommen würden, die also am Rande der Gesellschaft leben und ja, also auch aus irgendwelchen Gründen sich dorthin, weil wir, wie gesagt, es geht ganz schnell im Leben, da ist man an dieser Stelle und da hilft einem dann keiner mehr. Und deswegen, ich hab 28 Zimmer, die leider immer ausgebucht sind. Und somit bin ich eigentlich froh und glücklich, dass ich 28 Menschen helfen kann, die nicht auf der Straße zu leben lassen. Dass der Erlös sämtlicher Einnahmen und Spenden aus den Sternstunden, im vergangenen Jahr kamen rund 1.400 Euro zusammen, diesmal an das Wohn- und Sozialhaus in der Büttenstraße geht, stand schon länger fest. Das haben Händler selbst vorgeschlagen, das Regenbogenhaus. Es gibt eben auch in Zwickau Obdachlose, die froh sind, wenn sie ein warmes Zimmer, ein Stück zu Hause gefunden haben, wo sie Hilfe erhalten bei Behördengängen, bei vielleicht Dingen, alltäglichen Dingen, die sie selbst nicht mehr allein regeln können. Oder auch, dass man sagt, sie haben mal ein offenes Ohr. Wir haben Familie oder Freunde, die uns zuhören. Für diese Menschen, die dort ihr Zuhause gefunden haben, ist die Frau Täuber und ihr Team da, hat ein offenes Ohr, kennt Sorgen und Nöte. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat und dass man irgendwo auch seinen Platz findet. Und einigen kann dadurch, denke ich, auch geholfen werden, und das möchten wir unterstützen. Einrichtungen wie das Spielhaus oder das Oberhohndorfer Kinder- und Jugendhaus Sonnenhöhe konnten in der Vergangenheit bereits von den Sternstunden profitieren. Im Regenbogenhaus wird die Unterstützung ebenfalls dringend gebraucht. Aktuell wäre die Außenfassade zu machen, die muss unbedingt gemacht werden. Es braucht noch eine neue Mitteltür, vorne die Haupteingangstür, die ist jetzt Gott sei Dank neu, die habe ich von vorher sehr von ZEV. Dann das Fenster müsste ich anfangen neu zu machen, und ja, es ist noch viel Arbeit. Innen ist es jetzt so gut wie die Arbeiten fast alle abgeschlossen, aber die Außenfassade und Fenster. Ein attraktives Programm und allerlei Köstlichkeiten vor den Geschäften sollen die Spendenkasse am kommenden Samstag füllen.
Ab 15 Uhr erhellen Laternen und Lichter die Fußgängerzone und bilden so eine perfekte Kulisse für den hier eintreffenden Martinsumzug. Es gibt von Touristinfo angefangen bis zum Schumannplatz jede Menge Stände vor den Geschäften. Es werden Getränke und Speisen verkauft, also von Kinderpunsch, Kaffee, Glühwein, Kakao, also alles, was das Herz begehrt. Und natürlich auch Feuerschuhe, Ignis Draconis ist mit dabei, wie jedes Jahr. Wir haben Kreativangebote für Kinder entsprechend zu diesen Sternstunden, die durchgeführt werden. Martinsplätzchen werden verkauft. Es gibt warme Speisen, weil die haben oftmals gefehlt, gerade es soll kalt werden. Also kann man Kesselgulasch, Kürbissuppe und natürlich auch vogtländische Kartoffelsuppe für sich entdecken. Und ja, einfach kommen. Gemütlichkeit im Sternenlicht genießen mit uns und ihren Freunden ins Gespräch kommen. Einfach Gemütlichkeit möchten wir ausstrahlen. Eine Straße mit Herz, die ja, Gutes tun möchte in der Vorweihnachtszeit. Dass es im Vergleich zu den letzten Sternstunden wieder ein paar leere Schaufenster mehr gibt, ist eine Tatsache, mit der die Interessengemeinschaft leben muss. Dass die Hauptstraße trotzdem Zukunftspotenzial hat, davon ist nicht nur Petra Küster überzeugt. Bestimmt traurig, dass immer Geschäfte mal gehen, aber so ist oftmals auch das Leben. Es kommen dafür wieder neue, die dann nächstes Jahr öffnen, worüber wir uns freuen. Und wir versuchen in der Hauptstraße wirklich diese Gemeinschaft zu sein, sich gegenseitig zu helfen, für andere aber auch da zu sein, eben eine Straße füreinander, miteinander und auch in der Straße mit Herz eben für andere da zu sein. Und ich hoffe, es gelingt uns und ich danke allen Händlern, die sich hier jedes Jahr so aktiv beteiligen. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich und darüber freuen wir uns alle, dass wir hier sowas tun können. Wie sehr die Hauptstraßenhändler zusammenhalten, lässt sich jedes Jahr an zwei Veranstaltungen messen, der Kunst- und Kulturmeile im Sommer und den Sternstunden im November. Besucher können sich am Samstag übrigens auch mit der Sternstundenfee fotografieren lassen. Der Erlös fließt ebenfalls in den Spendentopf für das Regenbogenhaus. Im Hörsaal 1 der WHZ am Scheffelberg findet am Freitag der nächste Vortrag in der Blickwinkelreihe statt. Diesmal geht die Reise nach Australien. Auf 4 Reisen in 600 Tagen und über 60.000 Kilometern umrundeten Frank Zagel und seine Familie den Kontinent in Down Under. Von den Pinguinen des Südens zu den Krokodilen des Nordens, von den Millionenstädten der Ostküste bis in die abgelegensten Winkel des Outbacks und des Westens. Mit dem Geländewagen erkundeten sie die verschiedensten Gebiete und konnten auf vielen Waschbrettpisten das wahre Herz des 5. Kontinents entdecken. Beginn ist um 20 Uhr. Das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum in Marienthal lädt am Samstag von 14 bis 17 Uhr zu einem Trödelmarkt in den großen Saal ein. Mitmachen, also anbieten, verkaufen und kaufen, können alle Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 14 Jahren aus Zwickau und Umgebung. Gerade jetzt, einige Wochen vor Weihnachten, eine gute Gelegenheit, gut erhaltene Spielsachen, die nicht mehr benötigt werden, zu verkaufen oder zu tauschen, um das Kinderzimmer aufzuräumen oder Geschenkeschnäppchen für Geschwisterkinder zu sichern. Die Teilnahme am Trödelmarkt kostet nichts. Auch eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Getränke und kleine Snacks sind im Freizeitzentrum zu kleinen Preisen erhältlich. Werbung. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Seine Leidenschaft ist das Wandern.
Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Liba für ein neues Lebensgefühl. Funktionen, die faszinieren. Für das perfekte Dinner. Für beste Nächte. Mit Details, die begeistern. Liva ist die exklusive Wohnmöbelkollektion, speziell für Garant Gutes Wohnen Fachhändler. Überzeugen Sie sich von dem geschmackvollen, bezahlbaren Sortiment bei Reco Möbel in Stolberg. Das Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht Ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Schwimmen, Saunieren und Massagen im Wellnessbereich dienen Ihrer Entspannung. Regionale Küche von Erzeugern aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten, das ist das Besondere im Hotel Pension Flexig. Auch 2018 wollen der Landkreis Zwickau und der Kreissportbund die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler ehren. Am 24. März wird sowohl die Sportlerehrung auf der Grundlage der Förderrichtlinie des Landkreises als auch der Sportlerball stattfinden. Dort werden unter anderem die beliebtesten Sportlerinnen und Sportler auf Grundlage der Sportlerumfrage im Amtsblatt geehrt. Zur Sportlerehrung und zum Sportlerball, die wieder in der Sachsenlandhalle stattfinden werden, erhalten die Vereine die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Deshalb sind alle Sportschaffenden aufgerufen, die sich zu den genannten Veranstaltungen mit ungewöhnlich sportlichen Leistungen in einer ca. 5-minütigen Show dem sportbegeisterten Publikum vorstellen möchten, sich zeitnah zu melden. Die Vorschläge einschließlich einer kurzen Beschreibung der Darbietung, Nennung der Anzahl der Mitwirkenden sowie des benötigten Equipments können im Werdauer Verwaltungszentrum gemeldet werden. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch am Donnerstag bleibt es bei dem trüben, teilweise auch nassen Herbstwetter. Bei Werten zwischen 6 und 8 Grad weht ein schwacher West- bis Südwestwind. Und die Aussichten: ab Freitag werden die Wolken noch einmal dichter. Zudem zieht ein neues Regengebiet nach Westsachsen und es wird noch etwas kälter. Am Sonntag kann die Wolkendecke hier und da aufreißen. Mehr als 6 Grad sind jedoch nicht drin. Das war's von Tag aktuell vom Mittwoch. Besuchen Sie uns doch auch einmal auf unserer Internetseite oder auf YouTube unter Deine Region im Bild oder natürlich auch bei Facebook. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis morgen.